Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni. Wir sind letztes Mal in den Elfenbeinturm gegangen, um Königin Cassiopeia zu konfrontieren. Links in dem Bereich haben wir uns schon letztes Mal ordentlich umgeschaut. Da ist auch eine Art Fahrstuhl, wo wir wahrscheinlich weiterkommen. Aber hier rechts wollen wir natürlich noch gucken, ob versteckte Truhen hier sind. Und in der letzten Folge haben wir auch ein Fasanzelot gefangen für Esla. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre für Makassin, aber das war ein Irrtum. Also wir haben schon das erste Level-Up mit denen auch schon in den letzten Folgen gemacht und der kriegt bei den Genauigkeits-Stats recht viel dazu. Ich weiß bloß nicht, ob das an den einen Level-Up lag oder ob der das immer jetzt bekommt. Wenn der das immer bekommt, ist es natürlich sehr, sehr strong. Ui, der hat schon Angst vor mir. Okay. Der allerdings nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Kommt wahrscheinlich darauf die Monster an, auf denen wir begegnen. So, den Tastentröter hauen wir auch als erstes um, weil ich keinen Bock auf seine Zustandsveränderung habe. Und weil der Blüterich nicht gefährlich ist. Auch wenn er heilen kann. Allerdings nicht viel, wie es scheint. Hier laufen auch die anderen Versionen unseres Dinoceros rum. Also im Idealfall bekommen wir einen davon. Dann sind wir endgültig OP. Auch wenn der wahrscheinlich ein tieferes Level haben wird. Hier ist nochmal so ein Fahrstuhl. Wo führt der mich hin? Aber auf die andere Seite einfach. Okay. Ich hoffe, ich muss hier nicht so ein dummes Teleportationsspiel betreiben. Wo ich die richtigen Teleporter aussuchen muss. So, als allererstes auf die Kaiserin. Das habe ich in der letzten Folge schon feststellen dürfen, dass die über einen Death-Zauber verfügt. Hallo, Dinoceros, schlag zu! Nett ist, dass meine KI-Kollegen mir helfen. Ich darf wieder alles alleine machen. Ah, vielleicht kriege ich doch noch Hilfe. Okay, dann wird es da oben noch Sachen geben. Den Fahrstuhl merken wir uns natürlich. Ich gehe erstmal dahin. Wahrscheinlich in der Sackgasse enden und wahrscheinlich wird es dann eine Kiste geben. So, den Erzbube hätte ich in der letzten Folge fangen können, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich schon mal die Grundversion davon gefangen habe. Aber es ist halt ein Vertrauter, den Makassin haben kann. Den hätte ich vielleicht doch nehmen sollen. Aber ich war mir halt so sicher, dass der Fasan einer für ihn ist. Deswegen habe ich das gelassen. Aber das ist einer für Esther. Was ich vielleicht auch machen kann, ist dem dicken Pinguin Makassin geben. Kriegt zwar halt nicht die Step-Boni, aber ist immer noch besser als dieses komische Vieh, was er hat. Vor allem stört mich die Optik bei dem Vieh. So. Okay, es war eine Ausnahme. Ja, das ist solide. Also für einen Heiler ist das sehr solide. Wenn man das mit dem Pinguin vergleicht, ne? Der Pinguin hat in Attack kaum was bekommen. Was, hier ist gar keine Kiste? Das ist Betrug!
Ich werde nicht für meinen Forscherdrang entlohnt. Skandal! Ja, die Tröte, die will ich nicht. Die Tröte war auch, glaube ich, eine für mich. Aber weißt du was? Oh, Esther ist tot, warum auch immer. Dann hat sich das mit dem Fangen sowieso erledigt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Esther gestorben ist. Was passiert? Und Makasin ist auch so gut wie down. Ich krieg gar nicht mit, dass meine KI-Kollegen sterben. Naja. Alles halb so wild. Oh, hier ist auch noch ein Gang. Da wird wahrscheinlich was drin sein. Da ist einer, der kloppen möchte. Also, die linke Seite dieses Bereiches, die war mit mehr Belohnungen in der letzten Folge gespickt. Hier ist hier gar nichts. Ich habe bisher nur den Fahrstuhl entdeckt. Der Wasserweg, das ist so ein kleiner Feigling, ne? Der teilt erst aus und dann verzieht er sich. Aber nicht mit mir. Habe ich das gerade richtig gelesen? Lebertein Eisbecher? Ui, was haben wir hier denn? Ui, was haben wir hier denn? Ui, was haben wir hier denn? Wait. Hier führt der Sternen. Wofür sind dann die Dings da? Hier, das sind übrigens die Viecher, die wir schon das ganze Spiel über gesehen haben in manchen Dungeons, die so regungslos da lagen. Hier bei der Königin sind die gar nicht mal so regungslos. Okay, jetzt finde ich die Teleporter doch ein bisschen merkwürdig. Verflixt, das war eine echt fiese Überraschung. Da steht ja ein die Laterne zu Berge. Niemand hat was davon gesagt, dass uns miese Riesenroboter angreifen würden. Ja, das war echt furchterregend. Aber wir haben solche Roboter doch schon mal gesehen, oder? Das haben wir mal. Die lagen überall rum, als wären ihnen der Saft ausgegangen. Hätte aber nie gedacht, dass wir hier oben welche treffen würden. Und dann auch noch voll funktionsfähig. Wer weiß, vielleicht haben die Rostkübel, die wir unterwegs gesehen haben, früher diesen Ort hier bewacht. Hm, dann könntest du recht haben. Was auch immer die in Schilde führen, ich weiß nur, dass sie verdammt gefährlich sind. Stimmt, wir müssen vorsichtig sein. Nicht, wenn man einen Dinosaurus hat. Kann man irgendwie auf verschiedene Ebenen der Karte gucken? Dass mich die Teleporter irgendwo hinbringen? Weil irgendwie... Weil hier ist der Stern. Ach, das ist auch ein Teleporter. So, und wo bin ich jetzt? Aha. Ich will erstmal die anderen beiden Teleportationspunkte untersuchen, wenn ich ehrlich bin. Die anderen Roboter scheinen sich nicht zu bewegen. Das ist schon mal schön. So, jetzt hoffe ich, dass die Viecher ein bisschen Angst vor mir hier haben, die hier sind, oder beziehungsweise, dass die alle besiegt sind. Ne, da ist so ein Knochenbaron, da musste ich gleich links rein, ne? Ja, okay. Können wir vielleicht skippen? Ja, den kann ich ausweichen. So, wir haben drei verschiedene Teleporter, die uns überall anders hinbringen.
Ja. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Das ist einfach nur eine obere Plattform und bei der anderen wird das genauso sein. Aber was für einen Sinn macht das dann? Einfach nur, um zu gucken? Den will ich bekämpfen. Da ist die Chance, dass ich den fangen kann, nämlich da. Sogar zweimal. Leider nein. Komm, zweifache Chance. Ah, verdammt. Blauholz. Okay. Was ich immer damit anfangen kann. Wie, das ist der nächste. Na komm. Den bekämpfe ich jetzt nicht extra. Ich bin auch nicht drauf angewiesen, wie ich finde. Meine Vertrauten sind mächtig genug. Die von Makas hier mal ausgeklammert, aber kann ja vielleicht noch werden. So, hier steht doch bestimmt irgendeiner. Ach, es war so klar. Irgendeiner der Roboter auf. Der Sauborg-Zause. Ich muss sagen, die Strahlenkanone tut weh. Ich sag mal so, das ist so der erste Gegner, den mein Dinoceros. Der meinen Dinoceros gefährlich wird. Jedenfalls wirkt das so. Auf dem Weg zur Kiste bewegt sich bestimmt der Nächste. Komm, ich weiß, dass sich einer bewegen wird. Natürlich. Wer hätte es auch erwarten können? Also, der Schaden von den Viechern, der ist echt gewaltig. Aber wir kommen damit super klar. So, das war. Ja, diese andere Ebene wird mir hier nicht angezeigt. Aber das da oben war eben der Punkt, wo ich mich teleportiert habe. So. Wo soll ich denn genau hin? Nach oben. Das heißt, wir gehen dahin. Da ist ein Save-Punkt. Okay. Ich weiß noch nicht, wo mich das hinführt. Save-Punkt ist ja eigentlich immer ein Zeichen für den richtigen Weg. Aber erstmal haben wir hier eine weitere Chance. Vertraute zu bekommen. Ich sag mal so, das sind alles drei, die ich nehmen würde. Ich wurde gekillt. Nein, ich wurde versteinert. Hä? Warum wechselt er auf einmal das Ziel? Naja. Solange er ihn kaputt haut, ist es mir recht. Also die Level-Ups von den Fassaden gefallen mir sehr gut. So. Bin ich fit? Nein. Durch die Tür kann man wahrscheinlich nicht laufen. Greife macht einfach kurzen Prozess mit der Blüte.
Hallo, greif den an. Danke. Das soll mal hier bleiben. Der Knilch. Hallo. Wasserwicht, stehen bleiben, damit ich dir auf die Omme geben kann. So, dadurch kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist einfach nur Dekoration. Warum ist da auf jetzt einer neu aufgetaucht? Ich versuche den mal zu ignorieren. Hat nicht so gut geklappt. Ich muss sagen, die Wasserwäsche bekämpfe ich hier nicht so gerne. Eben darum, weil die mit ihrer Animation mir Zeit rauben. So, jetzt reicht mir hier. Ne? Ihr habt genug aufgemuckt. Jetzt ist Schluss hier. Makassin hat auch die Schnauze voll. So, ich gehe mal kurz zum Savepunkt hier hin. Der Gesichtsausdruck von Tröpfchen ist toll. Das sind so kleine Details, die ich an dem Spiel wirklich liebe. So, wir können erstmal ein paar Vertraute abgeben, falls ich hier welche fange, nämlich. Ne, ich wollte nicht holen, ich wollte abgeben. Weg. 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 Und weg. Damit, wenn ich welche fange, mir gleich wieder welche neu holen kann. Okay, speichern wir mal kurz. Was ich mich halt frage, ist, dass eine Verbindung da ist. Wahrscheinlich nicht, wenn hier so ein Gang zum Schleichen ist. Und ein Save-Punkt. Ja, Tröpfchen, bloß nicht runtersehen. Dann kriegst du noch mehr Angst. So, wahrscheinlich ist hier oben einfach wieder eine Sackgasse. Ich hoffe, dass ich wenigstens mit einer Kiste belohnt werde. Na, der von Makassin ist verwirrt, aber das ist, denke ich, okay. Hauptsache nicht der Dinoceros. Zum Glück macht er nicht Schnitter. Die Animation klaut so viel Zeit, ne? Während des Kampfes. Bei so Bosskämpfen oder so habe ich damit kein Problem. Aber wenn ich hier so möglichst schnell durch den Dungeon durch möchte, dann ist das nicht so ganz förderlich. Lol, da ist auch ein Gang, der mich rüberführt. Der hat Angst vor mir, okay. Ah, es ist eine Kiste tatsächlich da. Ich wollte gerade schon meckern, weil ich die Tür schon gesehen habe. Das ist sogar kein schlechtes Item. Dass es hier gar nichts zur Belohnung gibt. So, nächster Versuch, den Testoceros zu fangen. Den Astrolux würde ich natürlich auch mit Kusshand nehmen. Eben wegen das hier. Ah, nee. Habe ich verwechselt. Aber der kann, glaube ich, auch etwas, was ziemlich OP heilt. Und zwar alle.
nicht nur auf einen Charakter. Wie das zum Beispiel der Pinguin immer gemacht hat. Meine NPC-Kollegen sind tot. Was soll das? Schämen solltest du dich. Ach, schade, dass man den Fasan erst jetzt bekommt, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass ich den schon etwas länger hätte, der wäre richtig strong, denke ich. Ne, ich will mich auch rein. Und dann gehen wir rüber. Das ist eine Sackgasse. Okay. Ach so! Ich wollte gerade schon sagen, wollt ihr mich verarschen? Hier ist nichts. Was gibt's denn? Eine glorreiche Lanze. Wer kann eine Lanze tragen? Der Fasan? Ja. Was hat er denn? 144, 145. Ja, das boostet ihn schon. Ich habe hier ein paar Vertraute weggegeben. Hat er jetzt bessere Ausrüstung? Nein. Okay, dann wieder zurück. Dann müssen wir zum Savepunkt hin. Trompete hat Angst, okay. Dann soll es so sein. So, speichern wir. So, wie man es von mir kennt, natürlich den Weg. Ah, okay. Hier geht sowieso nicht weiter. Alles in Ordnung mit dir, Pia? Der schon wieder. Kikeriki! Pia. Die Königin, sie kann noch nicht gerettet werden. Ihr Herz ist von einer Barriere umgeben, einer Barriere, die in ihren tiefen Einsamkeit Gestalt angenommen hat. Solange sie nicht durchbrochen wird, ich kann es tun, ich kann sie durchbrechen. Du willst es also noch einmal versuchen, Kleines? Ich fürchte, alleine wirst du es nicht schaffen. Ich bin nicht allein. Ich bin mit Oliver zusammen und Olivers Freunden. Was, Pia? Bist du sicher, Pia? Du würdest alles auf diesen Jungen setzen? Zuerst muss er mir beweisen, dass er bereit ist, eine solche Bürde zu tragen. Bitte, Oliver, du musst jetzt gegen Kikeriki kämpfen. Du brauchst diesen Zauberstab, aber er wird ihn dir nur geben, wenn du ihn besiegst. Aber Pia, ich... Okay, wenn er möchte, dass wir ihn besiegen, dann werden wir ihm den Gefallen tun. Komm! Oliver, Savior. Let me put your powers to the test. Okay. Ja, er ist eigentlich ja auf unserer Seite. Und ja, er möchte uns testen. Ob wir bereit sind, gegen die Königin anzutreten. Ja, seine Lebensenergie fällt nicht so rapide wie bei den letzten Bossen. Auf jeden Fall. Und er kann sich porten. Nullpunkt. Was ist das? Das hat ganz schön wehgetan. Okay.
Terra Infirma. So, ich wechsle mal zu Olli. Und teste mal, ob wir mit Abendstern oder Morgenstern was ausrichten können. Das ist nicht schlecht. So, gucken wir mal, was Morgenstern macht. Ja, aber Abendstern braucht halt ein bisschen mehr MP. Hey, kommt dir das nur so vor oder ändern sich die Angriffe von diesen Typen, wenn er seine Aura die Farbe wechselt? Wenn du weißt, mit welcher Sorte du es zu tun hast, wählen den Vertrauten mit den richtigen... Ich brauche nicht einen Vertrauten wählen, ich habe einen Vertrauten für alle Fälle. Hä, was hat er gerade gemacht? Ich hatte so eine komische Barriere um mich. Das Teleportieren ist tatsächlich ein bisschen nervig, wenn man so einen etwas langsamen Vertrauten hat wie ich. Das kriege ich hin. So, jetzt wechseln wir wieder zu Olli, zaubern zweimal unsere Sterne. Er ist ja mittlerweile auf unter 25%, würde ich sagen. Er kriegt nicht so viel Schaden mehr. Ist er irgendwie gebufft? Oh ja, das ist perfekt. Ja, mein Dinosaurus ist voll. Bessere Gelegenheit gibt's nicht, wenn sich der Typ hier nicht bewegen kann. Gib mir die Kugel. Gib mir die verdammte Kugel. Dann ist hier innere Stärke. Wenn ich meinen physischen Angriff doch mal boosten kann, ist hier Feierabend. Und Gallus hat verloren. Exzellent. Wie scheint, ist dir mein Geist nicht gewachsen. Dein Geist? Kikeriki lebt nicht mehr. Kikeriki ist ein Zauberstab. Ein Zauberstab? Du meinst dieser Zauberstab? In der Tat. Ich bin eine Seele, die Seele, die dem Zauberstab namens Astra innewohnt. Eine Seele in einem Zauberstab. Ich schätze, dieser Zauberstab ist dann so ähnlich wie Morgenstern. Das ist korrekt. Astra ist Morgensterns Zwilling. Ich habe dir Morgenstern gegeben, damit du zu mir findest. Das Kind ebenfalls. Was meinten sie mit ebenfalls? Die Königin hat hier in deine Welt verbannt, Oliver. Ich habe dafür gesorgt, dass sie dich dort trifft, um dir das Portal in unsere Welt zu zeigen. Sie gab dir einen Zauberstab, der aus einem Ast des Nazca-Himmelsbaums gefertigt wurde, was dir seine beachtliche Macht gewährte. Ein Zauberstab von einem Himmelsbaum, das heißt, dieser Stecken, den ich gefunden habe... Ja, Kikikin hat ihn mir gegeben. Pia hat dich in diese Welt geführt und sie hat dir den Weg weitergewiesen, bis hierhin. Aber wieso tust du das? Arbeitest du nicht für die Weiße Königin? Bist du nicht ein Mitglied ihres Rats? Ha, ich arbeite für niemanden. Diese Maske, dieser Gallus ist ein notwendiger Vorwand, nicht mehr. So konnte ich an sie herankommen, um über sie zu wachen. Um meine Tochter zu beschützen. Ihre Tochter? Sie meinen, die Weiße Königin ist... Was sonst? Du bist der Vater von Cassiopeia, nicht wahr? Nach meinem Ablegen ist Cassiopeia vom Weg abgekommen. Sie hat das Mana mit den besten Absichten heraufbeschworen. Und Verzweiflung war ihr Lohn. Erst danach wurde sie zu der Weißen Königin, als die ihr sie nun kennt.
Nun vermag meine geliebte Tochter nicht mehr zu verstehen, denn Dunkelheit umhüllt sie. Sie ist verloren und allein in einer Welt, die sie selbst schuf. In ihrer eigenen Welt? Es tut weh, dass es so weit kommen musste. Ich wollte sie wieder auf den rechten Weg bringen, doch das war zu viel für mich, der ich bloß ein Geist bin. Nun liegt es an euch. Ihr müsst meine Cassiopeia retten. Nehmt diesen Zauberstab und zerschmettert das Böse, das ihr Herz umhüllt. Ihre Maske soll fallen. Legt das Gesicht der unschuldigen Prinzessin frei. Kikeriki! Er hat das also alles für seine Tochter getan. Kikeriki hat dich gebeten, ihm zu helfen, Oliver. Ja, und das ist genau, was wir tun werden. Wir haben jetzt Astra. Nichts kann uns aufhalten. Wir müssen die weiße Kö... Nein, wir müssen Cassiopeia retten. Ja, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, Leute. Nächstes Mal könnte sogar sein, dass wir schon das Finale haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.